Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und heute haben wir mal wieder ein Spezialvideo zu Lego Star Wars Die Skywalker Saga und zwar kommt dort ja Episode 9 Content vor und hier sind mal meine Level-Ideen, meine 5 Stück, die ich mir für das Spiel überlegt habe. Wie auch schon beim letzten Mal gibt es diesmal 5 Missionen, da es natürlich schon bereits bekannt ist, dass wir insgesamt 5 Missionen pro Episode bekommen. Und ich habe mir diese 5 Missionen halt wieder mal ausgedacht, habe mir den Film nochmal ein bisschen genauer angeschaut, welche genauen Schauplätze es denn da gibt und welche sich vielleicht auch ganz gut eignen für ein Lego-Spiel. Ihr könnt natürlich auch gerne mal mitdiskutieren in den Kommentaren, was ihr denn von meinen Ideen haltet und natürlich auch gerne eure Ideen reinschreiben von wegen, ey, ich hätte ganz gern den und den Schauplatz noch oder den und den Schauplatz noch oder das hast du vielleicht vergessen. Schreibt das gerne alles in die Kommentare. Wie immer habe ich natürlich auch für den Story-Modus quasi ja die Charaktere rausgesucht und Fahrzeuge und so weiter, die dort mit dabei sein können. Die sind dann immer unten rechts eingeblendet, genauso der Ort oben links, ne? Deswegen schaut euch das mal alles an und schreibt dann gerne euer Feedback in die Kommentare. Als erstes beginnen wir schon mal mit einem Schauplatz, der eigentlich gar nicht so genannt wird, und zwar Mustafa. Und den würde ich tatsächlich direkt als allerersten Schauplatz nehmen. Und man spielt dort in der quasi Eröffnungssequenz mit Kylo und einem Knight of Ren und versucht diesen Sith Wayfinder, diesen Sith Wegfinder zu finden, damit Kylo dann quasi am Ende der Mission nach Exegol reisen kann und dort dann den Imperator trifft. Das ist quasi so die allererste Mission. Ich weiß, im Film sind das quasi vielleicht die ersten, sagen wir mal, 2-3 Minuten. Allerdings würde ich das ausweiten zu einem richtig coolen, krassen Level, wo man dieses brennende Mustafa sieht, diesen brennenden Wald, dagegen verschiedene Gegner kämpft, diesen Sith Wegfinder finden muss mit verschiedenen Rätseln und so weiter. Und ich glaube, das bietet sich ganz gut an als erstes Level. Ich fand es ein bisschen schwierig, hier allgemein wieder mal 5 Bereiche zu finden, die man irgendwo so spielbar machen kann. Falls ihr damit gar nicht zufrieden seid, und wie gesagt, schreibt gerne auch unbedingt rein, was ihr denn als erstes haben wollt. Ob ihr dann vielleicht sagt, ja, vielleicht als erste Mission irgendwie, dass Bo Ray trainiert oder so. Oder irgendwie mit Poe Dameron, der durch die Gegend springt mit dem Falken oder sowas. Das kann man natürlich auch in irgendeiner Form damit einbauen, aber ich finde es ein bisschen schwierig, diese ganzen Sachen alle unter einen Hut zu kriegen. Deswegen, meine erste Mission wäre tatsächlich Mustafa. Als zweite Mission hätten wir dann tatsächlich schon Passana. Das ist der Planet, dieser Wüstenplanet, auf den die Leute dann sind, wo sie dann das Fest finden, Lando treffen. Und von daher wäre der natürlich mit am Start als spielbarer Charakter hier im Story-Modus. Ne? Neben Finn, neben Poe, neben BB-8, neben Rey. Und natürlich kann man hier eventuell auch diese Speeder-Verfolgungsszene einbauen. Das stelle ich mir zumindest ganz cool vor, ne? Dass man dann quasi erstmal dort startet, dieses komische Fest spielt, da so ein bisschen sich umschaut, dann halt in irgendeiner Form rumrätseln muss oder sonst irgendwelche Aufgaben erfüllen muss. Dann trifft man Lando. Danach kommt dann die Erste Ordnung, trifft ein, natürlich, das kennt man im Film auch. Dann kommt diese Speeder-Verfolgung, ne? Da kann man natürlich alles ganz, ganz viel Zeug drum bauen. Ob man dann erstmal so ein bisschen gegen die Erste Ordnung so kämpft und dann halt auf die Speeder springt, diese Speeder-Verfolgung hat. Danach dann die ganze Szenerie mit Kylo und natürlich das, was da zwischendrin passiert, mit dieser Treibsand-Szene und diesem ganzen Sith-Artefakten finden und so weiter. Das kann man natürlich auch alles mit in diese Mission einbauen. Deswegen Passana ist, denke ich mal, eine ziemlich lange und coole Mission, die man auf jeden Fall sehr gut in dem Lego-Spiel einbauen kann. Und somit kommen wir dann auch schon zur dritten Mission und diese wäre bei mir Kijimi. Kijimi ist dieser Eisplanet oder ja, dieser Schneeplanet oder dieser relativ kalte Planet zumindest, wo man eine Stadt sieht, wo sie dann Babu Frick suchen und Zori Bliss treffen. Und da wären natürlich ebenfalls wieder viele Charaktere dabei. Wieder mal Finn, Rey, Poe, BB-8, dann der gute C-3PO, der muss natürlich dabei sein. Und der kann natürlich dann auch in dem Level benutzt werden, um dann wieder verschiedene Türen zu hacken und so weiter und so weiter und so weiter. Und natürlich auch Zori Bliss als spielbarer Charakter. Ich denke mal, über den wissen wir ja noch nicht so ganz so viel und man hat nicht so extrem viel erfahren in Episode 9. Und da kann man natürlich bestimmt coole Sachen drumherum bauen, dass sie dann irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat. Beispielsweise halt irgendwie die Detonitladungen, damit man dann halt diese silbernen Lego-Objekte kaputt machen kann mit ihr, ne? Diese Granaten quasi. Und man muss natürlich da ebenfalls den Leuten der Ersten Ordnung irgendwie ausweichen, halt entweder sich rumschleichen oder halt auch den Kampf suchen gegen die, sich allgemein halt durch diese Stadt schlagen, durch diese besetzte Stadt schlagen und da kann man natürlich immer ganz viele coole Sachen verstecken oder halt irgendwie, ja, verschiedene Gebäude oder sowas einbauen, wo man dann nochmal reingucken muss oder sowas oder Babu Frick erstmal suchen oder so. Also ich stelle mir das auf jeden Fall sehr, sehr cool vor als Map und von daher Kijimi fände ich eine richtig coole Mission.
Und somit kommen wir dann schon zur vierten Mission und diese würde stattfinden auf Kefbir. Kefbir ist dieser eine Mondplanet oder dieser eine Mond von im Endor-System, wo dann halt der Todesstern bzw. die Trümmer des Todessterns rumliegen und wo dann Rey halt ebenfalls den anderen Sith Wayfinder finden muss und dann natürlich, ne, der Showdown gegen Kylo. Da sind allgemein noch Szenerien dabei, die man halt in irgendeiner Form einbauen kann. Die Jenna wird getroffen, die wird natürlich dann ebenfalls ein spielbarer Charakter. Diese komische Überfahrt quasi vom Festland zum Trümmer des Todessterns kann man in irgendeiner Form einbauen. Da fahren die ja mit so einem, ja, ich sag jetzt einfach mal Boot rüber. Ich weiß, das ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Damit fahren sie ja das rüber und das kann man natürlich in irgendeiner Form mit einbauen eventuell. Und natürlich ebenfalls hier eine spielbare Charaktere. Finn, Rey, BB-8, Poe Dameron, Jenna, C-3PO, Chewie und dann halt natürlich das Fahrzeug dementsprechend. Und die kann man natürlich alle mit in irgendeiner Form da reinbauen. Diese ganze Sprungpassagen eventuell oder Rätselpassagen im Todesstern oder im kaputten Todesstern kann man natürlich auch noch in irgendeiner Form eventuell mit einbauen. Und natürlich, wie gesagt, der große Kampf am Ende dann gegen Kylo Ren. Und somit kommen wir dann natürlich auch schon zum letzten und großen Finale. Und was soll es sonst sein als Exegol als Planet? Natürlich der Planet, wo Darth Sidious dann halt irgendwie sein Lager quasi hat, wo er seine große Flotte dann auch rausholt. Und natürlich auch das große Finale allgemein stattfindet zwischen ihm, Kylo und auch Rey. Und das wird man natürlich alles in irgendeiner Form spielen müssen. Das heißt, es gibt natürlich wieder so ein Raumschiff-Part, so ein Raumschlachten-Part, wo man dann einerseits die ganzen Raumschiffe spielen kann, die in irgendeiner Form gegen diese Flotte kämpfen. Dann natürlich in irgendeiner Form diese Szenerien, die sich dann da auf dem Schiffen stattfinden mit Finn und Jenna in irgendeiner Form, ne, die dann da halt auch auf dem Sternzerstörer so rumreiten. Und natürlich ebenfalls das große Finale im Thronsaal quasi mit Kylo und Rey gegen den Imperator und natürlich eventuell auch noch vorher gegen die Knights of Ren. Also das kann man alles in irgendeiner Form in dieses Level reinpacken. Es hört sich nach sehr, sehr viel an. Allgemein fand ich das sehr schwierig, bei Episode 9 viele gute verschiedene Level zu haben. Ihr habt auch schon gemerkt, ich habe ja einige wichtige Punkte irgendwie quasi übersprungen. Das wären natürlich dann in diesem Fall alles irgendwelche Videosequenzen, wo man dann sieht, wie die Story weitergetrieben wird. Ihr wisst, Episode 9 ist extrem viel, was die Story angeht, oder da passiert einfach extrem viel. Das ist sehr schwierig, das in irgendeiner Form in so fünf einfache Level zu stecken. Deswegen, da muss man natürlich auch viel nebenher erzählen in diesen typischen Lego-Zwischensequenzen, ne, wo man dann sieht, was alles passiert, damit die Handlung auch irgendwie im Spiel dann quasi Sinn ergibt. Und das müsste natürlich auch alles irgendwo gezeigt werden. Und von daher auf jeden Fall Exegol als großes Finale. Ich denke mal, das ist sowieso klar, dass diese Mission in irgendeiner Form kommen wird. Was man da genau spielen kann, ist natürlich fraglich. Aber ich denke, das sollte natürlich nochmal das große Finale der Skywalker-Saga allgemein sein, ne? Weil das ist quasi das letzte Level im Spiel. Deswegen hier nochmal alles aufzufahren, ne? Mit irgendwelchen Raumschiffpassagen, mit irgendwelchen Bodenpassagen, mit so großen Endbosskampf gegen den Imperator und sowas. Das wäre auf jeden Fall alles richtig, richtig cool. Und das wäre dann tatsächlich mein finales Level. Dann kann man natürlich danach noch diese typische Szene zeigen, die man auch an Episode 9 am Ende sieht, ne, wo Rey dann nochmal nach Tatooine reist und so. Das kann man natürlich auch nochmal als Zwischensequenz zeigen. Fände ich auf jeden Fall ganz schön. Und damit wäre es das tatsächlich mit diesem Konzept zu den Episode 9 Teil von Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Jetzt seid ihr aber gefragt, was hättet ihr denn anders gemacht oder was sagt ihr, ja, das ist ganz gut, aber Mustafa als erste Mission, ich weiß ja nicht. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin mal ganz gespannt, was ihr denn dazu sagt, was ihr euch vielleicht erwünscht, was ihr euch erhofft oder so. Und von daher, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und ciao, ciao.